Moin Moin, ich möchte euch Breachway zeigen. Die Demo ist gerade beim Stream Nextfest spielbar. Also ich gehe davon aus, dass es zeitlich beschränkt ist. Also von daher, wenn ihr reinschauen wollt, macht das zeitnah. Hooded Horse, der Publisher, ist da auf mich zugekommen und hat mir gesagt, hey, das ist ein Spiel, das ist Faster Than Light mit Karten und Deckbau. Ja. Tingelt some Nerves und gefällt mir. Zeig mal. Und deswegen schauen wir da rein. Ich habe im Stream schon ein bisschen reingeschaut und jetzt nehmen wir noch ein YouTube-Video auf, um euch das Ganze auch nochmal da zu präsentieren. Was mir auch unheimlich gefällt, sind diese Cell-Shader-Effekte, die mich so sehr an nicht Baldur's Gate, sondern an Borderlands erinnern. Und den Artstil mag ich unheimlich gerne, von daher super. Wenn ihr es selber spielt, enabled den Prolog, da ist das Tutorial. Ich mache jetzt nicht das Tutorial, sondern starte direkt meine Runde rein und zeige euch, wie das Spiel so funktioniert. Zuallererst können wir uns ein Schiff auswählen. Es gibt die Arbalest, es gibt die Marauder, es gibt den Lancer. Die kommen alle mit unterschiedlichen Ausrüstungen. Die Arbalest kommt mit einem Laser und der Laser kommt dann wieder mit Karten, die uns zur Verfügung stehen, die eben ausgespielt werden können. Die Marauder kommt wiederum mit einer Flak und die gibt Shred Damage. Und Shred Damage sorgt dafür, dass eben der Minimum Damage von der Flak um 1 gesteigert wird. Man kriegt einen Shred Point, wenn man den Shred-Schaden übersteigt. Also diese Waffe hier macht 2 bis 5 Schaden. Shred 5 bedeutet, wenn ich 5 Schaden mache, macht die in der nächsten Runde 3 bis 5 Schaden. Und wenn man dann irgendwann 5 von 5 Schaden macht, dann hat man jede Runde einen Shred drauf und dann snowballt das Ganze. Schwer zu spielen, weil man muss das eben zum Laufen bringen und dann aufrechterhalten, aber ist auch eine Spielweise. Dann gibt es die Railgun. Die kommt mit verschiedenen Munitionsstücken. Die macht dann eben 4 Schaden. Wenn die Equipment kaputt macht, macht die nochmal 4 zusätzlichen Schaden. Die macht 4 Schaden, macht aber zu Equipment 50% mehr Schaden, also 6 Schaden und so weiter. Und so sind diese verschiedenen Schiffe mit verschiedenen Sachen ausgerüstet. Die Lancer kann eben auch ein bisschen hacken und hat eben einen Ressourcen-Augmente. Währenddessen die Arbalest eben einen Schild hat und einen Ressourcen-Booster hat und die Marauder einen Basic-Shield und einen Resource-Augmente hat. Und wir starten mal mit der Arbalest, denn das ist das einfachste Schiff, würde ich sagen. Es hat einen günstigen, stabilen Schild. Es hat Laser, die sehr, sehr präzise schießen können und sich auch boosten können. Und ja, ich will euch ja zeigen, wie das Spiel ist. Das bringt ja nichts, als irgendeinen Challenge-Run zu machen oder ähnliches. Deswegen fliegen wir mal los. Wir starten hier auf der linken Seite. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Kamera wechsle. Denn wir haben hier 4 Fraktionen. In diesem Run sind wir mit den Free Roamers verbündet. Und die Deadwise und die Solari und die Starkin, die mögen uns so okay. Die Starkin noch am ehesten. Vor uns ist aber eine Starkin-Blockade. Und damit müssen wir einfach mal gleich kämpfen. Und so sieht der Kampf aus. Ich habe meinen Gegner. Der Gegner hat einen Laserpuls. Der ist jetzt mit einem Punkt geladen. Und wenn der vollgeladen ist, kommt er in einen weißen Rahmen außenrum. Dann weiß ich, eben in der nächsten Runde wird das aktiv und macht dann 4 Schaden. Der Shieldpuls gibt 4 Shieldpoints und braucht aber 3 Runden zum Aufladen. Wird also erst noch ein Weilchen rauskommen. Gleichzeitig habe ich folgende Karten auf der Hand. Ich habe die Conversation bekommen. Das heißt, ich bekomme 1 Energie für je 2 Ordnance, also Munition, die ich ausgebe. Ist jetzt aktuell mit Artillerie übersetzt. Das ist ein bisschen komisch. Wenn ich also 4 von dem einen ausgebe, kriege ich mir von dem anderen. Und damit wären wir auch bei den Ressourcen. Denn diese Karte zu spielen kostet 3 Ordnance. Ich habe 5 und ich kriege plus 3 dazu für jede Runde, die ich habe. Ich könnte jetzt also 5 ausgeben. Ich könnte also einmal schießen. Also kann ich nur 3 ausgeben. Also würde mir Conversion nur 1 Energie geben. Also wäre es für mich jetzt gerade sinnvoll, erstmal zu warten, bis ich idealerweise 9 Ordnance habe, weil dann kann ich alle 3 Karten ausspielen und würde für 8 Energie rauskriegen. Weil ich erwarte, dass ich so 4 Energie rauskriege, leite ich jetzt mal Energie um. Ich nehme jetzt eine Energie raus aus der, also eine Reaktorenergie aus der Energieproduktion und setze die in die Ordnance-Produktion. Da kann ich maximal 4 reinstecken. Und das ist auch wieder was ich eben zwischen den Kämpfen upgraden kann. Weil ich das getan habe, bekomme ich jetzt 1 Hitze. Solange ich unter 3 Hitze bin, ist das überhaupt gar kein Problem. Jede Runde geht 1 Hitze weg. Minus 1 pro Runde. Und nur wenn ich über der 3 bin, bekomme ich Rumpfschaden über Hitze.
Also doch, das ist eine Mechanik, die wir schauen können. So, jetzt haben wir hier plus 4, plus 1, plus 1. Ich beende mal meine Runde. Der Gegner ist dran. Lädt seine zwei Sachen auf und der Laserpuls hat jetzt den weißen Rahmen und ich weiß, der Laserpuls ist nächste Runde aktiv. So, jetzt zünde ich meine Conservation. Dann spiele ich den All Pulse Cards, die played on this turn, deal plus 1 Damage und setze den auf den Laserpuls. Damit habe ich jetzt auf die Ausrüstung Schaden gemacht und auf die Hülle Schaden gemacht. Der Punkt ist, das sind Präzisionswaffen, das heißt, ich darf Ausrüstung anvisieren. Die Flak zum Beispiel ist keine Präzisionswaffe, die trifft einfach nur das Schiff. Jetzt haben wir plus 1 Schaden bekommen. Das heißt, wir machen nicht mehr 4 Schaden, sondern 5 Schaden. Und schieß mal drauf. Jetzt haben wir Ordnance ausgegeben, also haben wir Energie bekommen. Und dann machen wir den Laserpuls und machen damit seinen Laser kaputt. Der Laser ist jetzt 3 Runden kaputt und wird dann wieder neu hingestellt. Das heißt, 3 Runden kann er mich jetzt nicht angreifen. Ich habe jetzt 3 Runden Zeit, ihn zu zerstören sozusagen. Jetzt habe ich keine Karten mehr. Jetzt bekomme ich neue Karten. So, und der Capacitor, damit würde ich 4 Energie bekommen. Und die Karte heißt, hat als Eigenschaft Deplete. Das heißt, wenn ich die ausspiele, ist die erstmal aus dem Deck raus bis zum nächsten Kampf. Die kann nur einmal pro Kampf gespielt werden. Also wir spielen die, haben wir mehr Energie. Und mein Gegner kann gerade nichts machen. Ich brauche also die Barriers nicht. Also brauche ich die auch nicht ausspielen. Und ich brauche sie nicht auf der Hand halten. Also kann ich sie abwerfen. Das mache ich mit einem Rechtsklick. Und damit landen die hier eben auf den Cooldown-Pile. Aus dem Cooldown-Pile kommen jetzt 2 Karten wieder in die Hand. Zu den Draw-Pile. Und dann kann ich die wieder ziehen. Das heißt, dadurch, dass mein Deck so klein ist, kann ich jetzt relativ gut vorhersagen, welche Karten ich in der nächsten Runde ziehe. Das müsste ein Laser sein. Das ist natürlich der perfekte Moment, wo ich keine Laser kriege. Doch, ich kriege Laser. Er hat jetzt seinen Schildpuls gespielt und hat deswegen 4 Schild bekommen. Die müsste ich jetzt erstmal kaputt machen, um ihm Schaden zu machen. Und dann sage ich so, boah, nee, lass mal, denn die Schildstärke halbiert sich jede Runde, die er draußen ist. Das heißt, er bekommt sowieso 2 Schildschaden, wenn ich einfach nur passe. Und ich bekomme wieder 2 neue Karten, habe noch 2 Slots frei. Das heißt, ich kann ohne Probleme eine Runde einfach mal aussetzen. Dann kriege ich nämlich wieder meine Combo, die Conservation, den Catalyst Pulse, den ich diesmal wieder auf die Waffe schieße. Minus 2 aufs Schild, minus 2 auf die Waffe. Jetzt haben wir noch 2x5 Schaden. Und damit kann ich den Laserpuls wieder kaputt machen. Aber ich habe auch genügend Schaden gemacht, um das Schiff zu zerstören. Damit bekomme ich jetzt 26 Münzen, mit denen ich mein Schiff upgraden kann. Und ich kann mir noch eine Karte dazu ziehen. Zum Beispiel Relentless. 25% Chance to return an attack card from your discard pile to your hand every time you play an attack. Das ist ein Upgrade. Das heißt, das ist erstmal teuer. Es kostet 2 Energie und 5 Masse. Und wenn ich das ausgespielt habe, gilt es für den gesamten Kampf. Nee, es gilt für 5 Runden. Oben steht für 5 Runden. Es müsste für 5 Runden gelten. Das heißt, das ist gar nicht so sehr wert, finde ich. So, der Shield Amplifier, der ist relativ günstig. Die Barrier kostet 3 Schild und eine Masse für 6 Schildpunkte. Der gibt 10 Schildpunkte und kostet nur 3 Energie und keine Masse. Hat aber den Nachteil, dass ich ihn nur spielen kann, wenn ich bereits ein Schild habe. Das heißt, Solo bringt mir der gar nichts. Und dann gibt es noch den Asteroid Ore. Da kriegen wir 4 Masse. Und danach wird die Karte abgeschmissen. Der Punkt hier ist, dass wir jetzt überlegen müssen, welche Karten wir nehmen. Wir hatten jetzt gerade eine saugeile Combo, dass wir die 2 Laserpulses, den Catalyst Pulse und die Conservation im Sync hatten. Und das wird natürlich unwahrscheinlicher, je mehr Karten wir haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal den Asteroid Ore nehmen. Das ist eine Deplete-Karte. Das heißt, wenn die mir in den Weg kommt, kann ich die einfach ausspielen, kriege 4 Rohstoffe und dann kommt sie mir nicht mehr in den Weg. Weil die eben auf Deplete ist. Ich gar nicht verstehe, warum die einen... Ach, nein, nein, nein. Das ist der Cooldown-Timer da oben, die 5. Das heißt, das Upgrade ist doch permanent. Da habe ich das nämlich doch schon im Kopf, dass das permanent ist. Und das ist einfach nur ein, wenn man die abschmeißt, dauert es 3 Runden, bis sie wiederkommen kann und dauert 5 Runden, bis sie wiederkommen kann. Und hier sind eben die Sachen auch einigermaßen in Sync. Deswegen hatten wir auch die Laserpuls eins früher als den Catalyst Puls.
Okay. Wir nehmen den Asteroid Ore und wir gehen in den nächsten Ding. Wir könnten auch skippen können, also wir müssen hier keine Karte nehmen, aber wir können. Und damit auf in den nächsten Kampf. Jetzt ist erstmal noch sozusagen gerade das Ding betreten. Später können wir dann hier uns zumindest in die eine Richtung nicht frei bewegen, aber zumindest ein bisschen bewegen und ein paar Entscheidungen treffen, wie wir lang gehen wollen. So, unser nächster Gegner hat Beam Sweep. Der macht 6 Schaden, Ignite 3. Das heißt, er gibt uns auch noch Heat Damage. Und er hat 6 Shield Points Barrier. Wir haben den Capacitor und wir haben den Asteroid Ore relativ früh. Damit kriegen wir Rohstoffe. Und den Laser Pulse würde ich jetzt schon mal rausnehmen. Gehen wir schon mal auf den drauf. Schaden, den wir gemacht haben, ist Schaden, den wir gemacht haben. Und ich würde wieder umstellen auf das. Das könnte man eigentlich auch mal außerhalb der Runde machen, damit das Schiff auch so spawnt. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. So, er lädt sich auf. Ja, wir haben jetzt noch eine Barrier bekommen. Eine Barrier sind 6 Schildpunkte. Wir brauchen 6 Schildpunkte. Das heißt, wir spielen die aus. Ja, und es ist doppelt gemoppelt. Ich hätte besser planen können, weil wir kriegen das Ding nämlich zerstört. Das heißt, das Schild hätten wir uns wirklich sparen können. Das haben wir jetzt. Jetzt haben wir die Konserven. Das heißt, ich schieße einmal. Ende den Turn. Das Schild. Ich bekomme eine Waffe. Ich ende den Turn. Ich bekomme jetzt dann gleich wieder eine Waffe. Er verliert ein bisschen Schild. Und jetzt können wir zumindest Konserven spielen. Und hier ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass ich versuche zu min-maxen. Noch ein Schild. Jetzt kommt die Barrier drauf, damit ich eben keinen Schaden nehme. Und nach dem Motto, ich habe jetzt viel zu viele Rohstoffe, die ich gar nicht brauche. Und er hat eh nur noch 3 Hitpoints. Das heißt, da drauf auf die Waffe zu schießen, ist eigentlich gerade egal. Und dann machen wir hier noch die 4 Schaden und gut ist. Also, ja. Und so haben wir den Kampf auch gewonnen. Und ich kann mir wieder anschauen, welche Karten mir gegeben werden. Damit kriegen wir 2 Ordnance und 2 Energie. Wir kriegen aber keine Masse, also eine Masseproduktion weniger für eine Runde. Das kann man ein bisschen cheesen im Moment. Indem man die Produktion vorher disabled. Weil von 0, 1 disabled ist immer noch 0. So würde man keine Reaktorenergie verschwenden, aber ja. Und der Shield Amplifier. Ich nehme diesmal den Shield Amplifier, weil ich weiß, dass wir später viel mehr Schilde brauchen werden. Und so ein Amplified Shield ist schon ganz gut. So, dann gehen wir eins weiter. Hier kriegen wir normalerweise eine Quest von einem anderen Contact. Die möchten Intel haben. Sollen 2 Elite-Ships killen, dann kriegen wir 150 Credits. Und wir bekommen noch einen Beam-Laser dazu. Und jetzt können wir nicht hier hingehen. Also, ich will ein Energy weniger, ein Ordnance mehr. Uns fehlen 2 Credits für einen Reaktor-Upgrade. Jetzt haben wir eben den Pulse-Laser und den Beam-Laser. Der Beam-Laser hat eben den Beam-Sweep. 6 Damage, 3 Ignite. Und der Cutting-Beam ist eine Art Upgrade. Ist auch eine spannende Mechanik. Der macht keinen Schaden sofort wie die Waffen, sondern der deals 3 Damage at the start of your turn. Das heißt, der wird als nächstes dann rausgepackt. Upkeep kostet Energie, Duration 3. Das heißt, wenn ich mal keine Energie übrig habe, werde ich dieses Upgrade verlieren vor der Duration Ende. Also ich sage jetzt Upgrade, aber diesen Effekt verlieren vor der Duration Ende. Und ja, ich glaube, damit gehen wir los. Jetzt können wir uns einen Weg suchen. Wir haben jetzt diese 3 Bereiche. Hier haben wir eine Konfliktzone, wo wir disliked sind. Bei den Deadwise, hier sind wir disliked. Bei den Solari, aber auf 2 runter. Und hier hätten wir einen neutralen Starkin Point. Ich würde jetzt fast hier hingehen, weil das das niedrigste ist. Damit ist es das schwerste und mit der Chance dann dementsprechend auch das, was uns am ehesten voranbringt. Für die 2 Elite muss ich eh hier lang und da lang. Sogar allied. Die sind sogar verbündet. Das ist ja super unpraktisch. Da schauen wir, die dann irgendwie backstabben müssen für den Quest. Oder das ist eine Station. Hier wäre noch ein Elite-Kampf. Eventuell können wir hier lang gehen, da lang und dann hier zurück. Aber der ist auch verbündet, also macht das keinen Unterschied. Oder wir gehen hier lang, hier rüber und dann da lang. Dann haben wir 2-mal neutral.
Ich glaube, das versuchen wir. Also gehen wir hier erstmal dahin. So, und die sind ganz schön krass. Der hat einen Opening-Shot. Der kann einmal pro Runde schießen. Den müssen wir also möglichst schnell ausschalten. Zum Glück haben wir einen Schild. Der macht immer einen Shred, wenn wir keinen Shred haben. Das heißt, der ist ein super Opener. Und das, also der Shred würde dafür sorgen, dass der nicht mehr 5 bis 12 Schaden macht, sondern 6 bis 12 Schaden. Und der hat Shredding 5. Das heißt, der wird immer einen Shred-Stack geben. Und die Shred-Stacks müssen wir unten halten. Der macht 5 bis 12 alle 3 Runden. Also 12 durch 3, 4 Schaden. Und der macht 4 Schaden pro Runde maximal. Also sind beide vom Volumen her ähnlich. Ich würde also versuchen, den Opening-Shot wegzunehmen, weil der jede Runde tickt. Jetzt holen wir uns erstmal den Capacitor. Dann haben wir hier schon 6 Schaden. Wir haben schon 6 Energie. Das heißt, wir können die Conservation schon mal spielen, denn ich will nicht... ich will nicht abwarten, dass das durchgeht. Und dann haben wir immer noch genügend Energie für die Barrier, damit wir den Opening Shot wegtanken können. Der schießt einmal auf uns, geht in die Schilde und bekommt den nächsten Opening Shot nachgezogen. So, der Cutting Beam ist das Upgrade. Also nehmen wir den Laser Pulse, damit ich den Opening Shot deaktivieren kann. Wir holen uns das Erz. Und für den Cutting Beam reicht es gerade nicht, also einmal nächste Runde. So, jetzt brauchen wir 5 bis 12. Dann kommt jetzt der Shield Amplifier ins Spiel. Dann kommen wir nämlich von 1 Schild auf 11 Schilde. Und ich hätte gerne den Cutting Beam. Dann geben wir 3 aus. Wir kriegen nächste Runde 4. Und dann haben wir nächste Runde nämlich eine schöne Menge Damage, die wir ihm machen können. So, er macht 10 Schaden. Wir haben wieder Ding. Und jetzt waren das diese 3 Schaden, die wir gemacht haben von dem Upgrade. Inklusive 2 Ignite. Davon ist 1 aber schon wieder dissipated, glaube ich. Und ja, 14 Schaden, das sind 6, das sind 4 und das sind 4 und nochmal 2, also 6, 12. Wir könnten ihn in einer Runde killen und wir haben jetzt eine Runde frei. Das heißt, ich lasse jetzt einmal aussetzen. Ah ja, und wir haben noch einmal Schaden gemacht für den Cutting Beam. Das heißt, jetzt schalten wir das mal ein. Er muss zuerst... Dann kann er. Und dann kann er. Und damit ist es. Sehr gut. Wieder keinen Schaden genommen. 30 Ressourcen bekommen. Das ist etwas, was ich noch nicht aus Faster Than Light gefunden habe. Bei Faster Than Light konnte man auf die Art und Weise, wie man das Schiff zerstört, beeinflussen, was man bekommt. Wenn man es schafft, die gegnerische Crew zu töten, ohne das gegnerische Schiff zu zerstören, hatte man viel mehr Loot. Und was ich noch nicht gesehen habe, sind so, hey, okay, wir geben dir das, das und das, wenn du uns in Ruhe lässt. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Aber es ist ja auch erstmal die Demo, von daher kann das sein, dass sich da noch was bewegt. So, hier hätten wir nochmal Ignite 3, hier hätten wir Autoshield. Da kriegen wir 4 Schildpunkte und eine Schildkarte. Arament ist, wir bekommen... Ein extra Ordnance für alle 2 Attacker. Der Ignite ist halt schon stark, aber wir haben genügend Waffen im Moment. Ich nehme mal das Autoshield. Wir müssen unbedingt am Leben bleiben. So, jetzt können wir uns auch ein Upgrade kaufen. Wir können jetzt eben den Reaktor upgraden und damit können wir eine Produktion steigern. Und zwar würde ich sagen, wir steigern Energie. Wobei wir Energie durch die Conversion erzeugen. Lass mal Masse steigern. Masse brauchen wir aber halt fast gar nicht. Ja, dann spawnen wir mit mehr Energie, das ist auch ganz gut. Machen wir das mal so. So, als nächstes kommt ein Maintenance-Schiff. Da können wir... da könnten wir eine Karte dazu kaufen und dann eben sagen, boah, puh, wollen wir nicht. 3 Damage am Anfang. Reduce Ignite by 1. Abgibt 2 Energie. Der klingt schon ganz cool. Echo Pulse ist, dass wir wieder eine Karte kriegen. Wir nehmen den Torch Beam. Finde ich ganz cool. Normalerweise, als ich die früher gesehen hatte, hatten die auch einen, deswegen war ich gerade verwundert, ein Lösche eine Karte. So, dann geht's weiter. Jetzt wollen wir hier in den Elite-Kampf, dann darüber.
und dann so lang. Genau, das ist der Plan. Eine Sache, die ich in Kämpfen ganz, ganz oft vergesse, zeige ich euch jetzt noch. Weil jetzt haben wir ein Elite-Schiff und das wird ein härterer Kampf. Das ist ja auch Elite. Und zwar haben wir ja eine Crew. Und die Crew hat nochmal spezielle Fähigkeiten. Der nächste Angriff macht 50% mehr Schaden. Wir kriegen 4 Schildpunkte als Emergency. Oder wir produzieren 2 von jeder Ressource. Das kostet Kommandopunkte und ich habe im Moment 12 Kommandopunkte. Und die Kommandopunkte regenerieren zwischen den Kämpfen. Das heißt, die werden nicht jetzt wie die anderen Ressourcen direkt produziert, sondern eben erst später. Und die Schiffsmoral bestimmt, wie viele Kommandopunkte wir regenerieren. Das heißt, wenn wir irgendwas machen, was die Moral senkt, dann können wir diese Fähigkeiten seltener einsetzen. Und vice versa. So, wir könnten 6 ausgeben. Das heißt, wir könnten die Conversation anmachen. Wir können eigentlich uns komplett, können alles aktivieren. Jetzt sind wir bei 8. Dann kommt der Torch Bean. Also, da sind wir jetzt bei 6. Der ist hier Damage und der ist Fortify. Okay, Fortify stackt auch. Gut, aber ja. Wir haben jetzt mal ausgespielt, was wir konnten. Haben eine Menge Rohstoffe bis auf Ordnance. Und er hat jetzt Überhitze und bekommt jetzt deswegen Overheat Damage. Wenn wir es jetzt also schaffen, irgendwie Ignite 2 nochmal draufzusetzen, dass er noch mehr Hitze bekommt, fände ich das sehr stark. Er wird jetzt für 4 schießen, das heißt, ich will auf jeden Fall eine Barrier holen. Und dann holen wir jetzt für 3, dann haben wir 1 übrig. Dann hätten wir in der nächsten Runde 5, ich will aber eigentlich 6. Okay, wir machen Beam Sweep wegen dem Ignite. Dann ist er jetzt bei 6 Hitze und 4 Overheat. Ach, das ist nicht. Ich dachte, dass er pro 2 das bekommt, aber er bekommt es wirklich für jeden. Okay, also er ist jetzt halt richtig überhitzt. Pro 4. Sehr schön. Dann tanken wir das jetzt. Er holt sich Fortify. Und wir haben jetzt einmal auf ihn geschossen und er bekommt jetzt immer noch 3 Hitze. Und das Fortify ist schon wieder weg. Ich dachte, Fortify gibt 6 Schildpunkte. Und wir haben eigentlich nur 3 Schaden gemacht. Okay. Ich habe jetzt nichts, was Heat gibt. Aber ich hätte etwas, was sein Laserpuls deaktiviert. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Outshield kostet 3 Energie. Deswegen gibt es da nur 4 Schild, aber wir kriegen noch eine Schildkarte. Deswegen würde ich Barrier kurz abwerfen, damit wir 2 Slots haben. Wir haben jetzt wieder seine 3 Schaden bekommen. Da ist der Cutting Beam, Ignite 2. Den Cutting Beam würde ich gerne aufrecht erhalten. Und ist der Puls? Ne, der ist nicht Puls, der ist Laser. Ne, der ist... Warte mal. Ich weiß, dass der Cutting Beam vom Beam Laser ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Catalyst Puls plus 1 Schaden nicht auf ihn gilt. Und das ist eh das Upgrade mit Ignite 2. Okay, dann haben wir hier 4 Schaden und 5 Schaden, sind 9 Schaden. Damit kriegen wir nichts kaputt, aber eventuell kriegen wir ihn in Summe kaputt. Und ich hätte vielleicht noch Energie übrig lassen sollen, dass ich Schilde hole, weil wir kriegen jetzt nochmal 3 Schaden. Okay, das heißt Emergency Shield und Damage drauf. Jetzt hat er noch 3 Hitpoints. Ah, sehr gut. Der Hitzeschaden ist am Anfang der Runde und dementsprechend ist er draufgegangen. Sehr gut. Freut mich. Elite gekillt, ohne Schaden zu nehmen. So, noch ein Cutting Beam. Das ist das Upgrade. Will ich eigentlich nicht. Ein Heavy Pulse. 8 Schaden. Präzision. Finde ich sehr gut. Reaktor. Das heißt, wir hätten eine Produktionsenergie, also eine Energie im Reaktor mehr, die wir auf Produktion verteilen können. Aber dafür 4 Hitze. Das will ich eigentlich nicht. Wir nehmen die 8 Präzisionsdamage, weil das ist geil. So, Overlord. Jeder dritte Laserangriff im selben Turn, also im selben Runde, macht 3 Schaden. Und den können wir eben in den Pulslaser oder in den Beamlaser packen. Und das packen wir in den Pulslaser, weil das der Laser ist, den wir die ganze Zeit eigentlich benutzen. So, dann geht's hier rüber. Credit Cache. Versuchen wir mal ranzumachen. Dann kriegen wir 45 Credits. Dann haben wir ein System-Event.
wo wir nicht gemocht werden, nehmen. Wir akzeptieren das. Und jetzt sollen wir dahin fliegen. Was eigentlich nicht auf meiner Route ist. Weil ich ja da lang und dann da lang. Ja, doch, kriegen wir hin. Also erstmal zur Space Station. Docken wir mal und schauen uns den Hangar an. Da gibt es sogar eine extra eine schöne Animation, wie wir da reinfliegen. Und da hätten wir einen Ressourcen-Augmenter, einen Beam-Laser, den wir schon haben, eine Quadlock, einen Basic Shield. Wir könnten Overload kaufen. Plus 3 Damage, Kommando-Unit. Ein Kartenslot mehr fände ich sehr, sehr stark. Paint Target, if you deal laser hull damage, apply attacked status. Plus 30% Missile Damage für 2 Turns. Nur Infrared Emitter. Jeder Angriff, ist Hull Damage macht, macht nochmal plus 1 Heat. Der wäre auch stark. Problem ist nur, kostet alles 150. Wir haben 116. Können also nichts davon kaufen, was schade ist. Der Infrared Emitter wäre schon stark. Ich bin gerade überlegen, ob ich den Beamlaser verkaufe, aber der Beamlaser ist der die Hauptquelle für meine Hitze. Das heißt, es wäre genau kontraproduktiv zum Infrarot Emitter. Aber ja gut, können wir leider nichts machen. Crew Activities. Wir setzen uns mal an die Bar, kriegen wir für die nächsten 3 Nodes plus 2 Moral. Kriegen also mehr Kommandopunkte. Und die Partner Station. Und gehen hier lang, weil wir eigentlich auch in andersrum fliegen können. Weil dann hätten wir die Belohnung von dem Ding gehabt. Ja, jetzt ist es schon geklickt. Also man kann viel, viel planen in dem Spiel und es ist nicht alles so offensichtlich, aber ja. Ah, es ist dasselbe Schiff wie gerade eben. Sollte also kein Problem sein. Wir hätten sogar instant den Heavy Pulse. So, jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Wir haben jetzt gerade den Heavy Pulse, den Laser Pulse, den Cutting Beam und den Beam Sweep. Das heißt, wir haben 2 Waffen, nicht Pulse. Und ich will ja eigentlich 3 Pulse in derselben Runde machen. Das heißt, wir werden den Beam Sweep machen. Ich habe ein bisschen Ahnung gespult. Knight 3 und den Cutting Beam. Der spinnt ab für die Chain. Wir schießen da einmal drauf. Der Fortify gibt wieder 6. Wir schmeißen das Asteroid Ore rein. Und jetzt hätten wir nämlich 3 Pulswaffen. 3, 6. Wir bräuchten aber 11 Energie. Also in 2 Runden können wir das spielen. Jetzt kommt aber erstmal der Laser Pulse. Das heißt, wir nehmen mal wieder die Emergency Shielding, um den Schaden zu nehmen. Er fortifiziert sich. Wir haben den Capacitor, kriegen wir nochmal 4 Energie. Autoshield holen wir uns für nächste Runde auf. Und nächste Runde haben wir dann auch genügend Energie für unseren Alpha. Dann können wir uns überlegen, was wir kaputt machen. Also erstmal Autoshield. Und wir könnten sogar noch den Shield Amplifier spielen. Der Torch Beam ist das Ignite. Aber ich will jetzt eigentlich den Heavy Pulse machen. Also der Heavy Pulse könnte den Laser Pulse erstmal kaputt machen. Instant. 8 und nochmal 8 wären 16. Das heißt, wir können den Chain Burst auch wegmachen. Oh, deal 3 damage 3 times. Das heißt, er macht ja 9 Schaden und nicht 3 Schaden. So, und der sollte jetzt 7 Schaden machen. Weil das der dritte in der Runde war. Das heißt, der ist kaputt. Er macht 4 Schaden. Wir haben 4 Schilde. End Turn. Laser Pulse kam raus. Er fortifiziert sich. Und wir können uns überlegen, was er macht. Also, nächste Runde brauchen wir 4 Schild. Das heißt, der Schild Amplifier kann weg. Dann spielen wir den Torch Beam und den Beam Sweep nächste Runde aus, wenn die Schilde sich halbiert haben. Und wir genügend Energie für beide haben, dann spielen wir das mit Conservation und kriegen dann wieder mehr Energie. Sehr gut. Er ist runter auf 4 Schilde. So, der macht 6 Schaden, 3 Ignite. Ah, okay, wir müssen das eh so machen. Das heißt, der kommt einmal drauf. Kein Ignite gemacht, vermutlich wegen der Schilde. Und jetzt der Torch Beam und die Barrier, weil der Laserpuls ja schießt. Man könnte noch den Laserpuls rausschmeißen für 7 Schaden. Warte mal. Das heißt, der gilt doch dafür. Das ist ja cool. In dem Fall 7 Schaden da drauf. Und rein. Sehr gut, wie viel Schaden haben wir genommen? Er fortifiziert sich und er kriegt... Ah, plus 1 für each fortify. Ich dachte, plus 6. Er kriegt jetzt mehr und mehr Schilde.
Er hat jetzt noch 2. Mit dem haben wir plus 1. Da können wir uns so nicht leisten. Der Chainwurst spielt jetzt. Das heißt, ich hätte gerne 6 Schildpunkte. Er macht 4 Schaden. Ich mache den Laserpuls noch fix aus. Und enden. Und 2 Schaden genommen. Und er ist aufgegangen. Und wir haben den Target Painter bekommen. Den können wir verkaufen, weil wir spielen keine Raketen gerade. Wir hätten den Binding Pulse und wir hätten nochmal den Beam Sweep und den Ordnance Surge. Das heißt, wir würden 4 kriegen, ein Heat. Wir würden 4 am Ende der Runde verlieren. Das heißt, wir müssten die dann komplett ausgeben. Aber das gibt uns Munition und das, wir produzieren eine Menge Munition. Aber das früher zu haben, gibt schon was. Jetzt kriegen wir die 115 und dann auf zu einem Escape-Pod. Ja, den retten wir natürlich. Den setzen wir mal, weil er Gunner ist, an die Waffe. Und ich sehe gerade, wir werden die ja noch leveln können. Oh Gott. Und der gibt uns plus 50% Shield Points, wenn der für das nächste Shield-Card, die wir spielen. Sehr cool. Wir haben jetzt Pain Target. Jetzt nur noch 100 wert. Aber 100 wert. Dann dahin für die Quest. Massive Freighter, wir fliegen neben denen her. Wir haben kein Gegner-Ding. So, wir können die warnen. Oder wir können die angreifen. Ich will natürlich Kampf zeigen, also greifen wir sie an. Und wir haben 2 extra Card-Slots bekommen, weil wir die überraschen. Ohne Warnung. Diese 2 extra Card-Slots könnten aber ein Übersetzungsfehler sein. Und dann hat der einen Counter da drüber? Und das ist aber in the same turn. Okay. Er hat die, oh mein Gott, Flag Barrage auf der 1. Der schießt oft Missile und der kann hacken. Okay, wir holen uns erstmal das Asteroidenerz. Und wir brauchen eigentlich den Autoschild, damit wir die Barrage raushauen. Und dann holen wir uns gleich den Emergency Shielding. Dann haben wir immer noch Energie übrig, um einmal auf die Flak zu schießen, weil die Flak muss schnell kaputt gemacht werden. Die wird uns ansonsten so dermaßen... Ah ja. Kostet 3 Energie, die loszuwerden. Machen wir dann mal so. Jetzt spielen wir den Shield Amplifier. Aber mit den plus 50%. 15 Schildpunkte. Und nächste Runde. So, Missiles. Er hat jetzt eine Missile gestartet. Die ist jetzt hier incoming. In einer Runde kriegen wir 4 Schaden. Also, wenn ich jetzt beende, dann verdienen wir 4 Schaden. So, jetzt haben wir 9. Das heißt, ich spiele die Conservern. 9 Energie können wir ausgeben. Das ist die Frage, in welcher Reihenfolge. Plus 1 Damage für alle. Der macht jetzt 6. Das macht er immer noch 6. Wir haben jetzt hier den Counter auf Overload. Ah, und das ist wirklich Laser Attack. Das heißt, es ist auch für Beam Sweep. Und wir haben leider nicht genügend Energie wie das, was ich vorhatte. Stimme ist, wenn ich jetzt den ausspielen könnte, hätte ich genügend Energie, um ihn auszuspielen. Ah, okay, gut. So, die Ordnance Surge brauche ich jetzt gerade nicht. Die kommt raus. Deswegen End Turn. Und der Counter ist aber immer noch auf 2. So, Next Turn Initiated Cast at minus 2. Okay, also jetzt Schilde zu geben bringt nichts. Was aber auch okay ist. Jetzt haben wir 9. Ja. Holen wir uns ihn. Ihn auf die Missile. Ihn überhaupt drauf. Wieder keinen Kram. Jetzt hätte uns auch das extra Ordnance nichts gebracht, weil es nur 4 gibt und wir hätten 5 gebraucht. Wir hätten keine Energie mehr gehabt. Jetzt bekommt er Hitzeschaden. Nochmal 4 Precision drauf. Und die Rakete habe ich jetzt vergessen, weil wir hätten eigentlich eine Barrier. Ne, hätten wir nicht spielen können. Nichts gebracht. Das kosten die mehr Energie, die Schildkarten. Aber er hat eh Energieschaden, das heißt Hitzeschaden. Das heißt, er stirbt jetzt mit einem Hitpoint, 3 Hitzeschaden, sehr gut. Haben wir halt ein bisschen mehr Schaden genommen, als ich gehofft habe. Aber. So, Catalyst Pulse plus 1 Damage würde ich gerne nehmen. Damit haben wir den Patrol Ship. Wir bekommen 60 Credits und haben eben die Solari ein bisschen increased. So, hier können wir jetzt nicht... Doch, wir können tatsächlich dahin zurück. Das funktioniert. So lange, wie wir Energie haben. Das heißt, wir gehen hier hin. Nichts ist hier. Da können wir jetzt nicht hin, weil wir keine Energie mehr haben.
Also müssen wir da runter. Wir haben zwei Attack-Cards, die fliegen raus. Und damit holen wir uns ein Auto-Shield gegen die 4. Die Ordnance Search brauchen wir nicht. Und die Conservation würde ich gerne auf der Hand behalten für den Fall der Fälle. Er schießt mit seinem Laser, macht keinen Schaden. Der Capacitor kann raus. Und jetzt macht er 10 Schaden. Zum Glück haben wir den Capacitor gezogen, das heißt, ich kann noch nicht die Barriere spielen. Den 50% mehr Schilde und dann ihn hier. Dann sind wir bei 21 Schilden und können raus. Und ja, ab jetzt ziehen wir Waffenkarten. Ja, das ist ein Iron Dart. Der macht Schildschaden oder ionisiert Systeme. Wenn wir 6 Ionize bekommen, verlieren wir eine Ressourcenproduktion. Wenn wir den Gegner ionisieren, weil wir selber so eine Waffe haben, können wir eine zufällige Aktion verlängern, also delayen. So, und jetzt sollte er eigentlich eine volle Breitseite kriegen. Wir können ein System ausschalten und das wird der Heavy Blast sein. Weil 10 Schaden auf Precision will ich nicht. Und wir hätten natürlich Conversation vorher spielen müssen, damit wir die Karte nutzen. Das war jetzt doof. Da gibt es auch leider kein rückgängig Ding, um die Sachen in der richtigen Reihenfolge zu spielen. Das ist jetzt halt so. So, das Asteroidenerz. Für die Rohstoffe. Er macht mir jetzt gerade eh keinen Schaden. Das heißt, ich werde die Schilde abwerfen. Jetzt haben wir 3 Ionisierung. Jetzt geben wir 5. Das könnte sich ausgehen. Ich will das jetzt nicht. Naja, warte mal. Der gibt 4 plus 1 auf alle folgenden. Dann kann ich ihn nicht mehr spielen, weil ich keine mehr habe. Dann kann ich aber ihn spielen. Dann sollte ich wieder genügend haben, um ihn spielen zu können. Das heißt, er. Dann kriegen wir die 10 Schaden, um seine Schilde wegzukriegen. Ja, kriegen wir. Dann er. Und jetzt haben wir nämlich wieder genügend Energie für den Heavy Pulse. Der macht 12 Schaden. Da würde ich fast jetzt den Iron Dart kaputt machen und enden. Minus 3. Noch einmal Präzisionsschaden drauf und ist er tot. Schön. Bis auf den einen Fumble mittendrin war das doch ganz okay. Nochmal ein Heavy Pulse oder Drilling Beam. Hat halt auch wieder Upkeep. Da muss man auch mal drauf achten, ob ich die nicht zu früh verliere, weil ich zu viele Ressourcen ausgebe. Das müssen wir gleich mal versuchen zu testen. So eine Space Station. Da docken wir natürlich. Holen einmal den Hangar. Und jetzt müssten wir genügend Geld haben und eben auch was verkaufen können. Jetzt haben wir 500. Leider keine Launch Bay. Leider kein Utility Hard Point da. Radiation Panel. Ammo Allocator. Flak. Adds Diffraction Field Card to your deck. Enemy Lasers will. Das ist der 1er Puls. Also jetzt Waffensysteme kaufen sehe ich überhaupt nicht. Radiation bringt uns nichts. Ammo Allocator bringt uns nichts, wir haben keine Flak. Shield Generator. Minus 2 Damage, wollen wir gelasert sind. Den holen wir uns. Und dann können wir uns auch Battle Station leisten. Damit kriegen wir Attackpunkte. Auch eine Engineering Bay. Die Frage ist. Ah. Die Frage ist, wo kommt der hin? Ah. Der kommt in die Engineering Bay, die ich nicht habe. Okay. Mist. Dann wird die doch wieder verkauft. Da haben wir jetzt 75 weggeschmissen. Ah, dann können wir uns noch ein Reaktor-Upgrade leisten und setzen das in Energie, weil das war jetzt eigentlich das, was am häufigsten Probleme gemacht hat. Dann holen wir uns jetzt noch die Crew-Activity. Hoffentlich wieder Moral-Bonus. Hoffentlich nicht irgendeiner aus der Crew tot. Plus 3 Moral und dann die Part. Und damit haben wir jetzt den Bosskampf. An den Bosskämpfen bin ich bisher immer gestorben. Aber ich hatte auch bis jetzt noch nicht volle Hitpoints und so eine gute Waffenkombo. Also von daher bin ich vielleicht guter Dinge. Wir haben ja so viele Waffen gerade. Also, Lighter Rounds plus 1 maximaler Flak Damage als Upgrade. 3 bis 7 Shredding 5, Star Flare, 6 Schaden, Race Shield und Retribution. Das Upgrade ist in 3 Runden fertig. Ich würde lieber die Waffe direkt kaputt machen. Und wir hätten jetzt
10 zur Verfügung. 5 und 3. Und dann fehlen uns jeweils 1 für die anderen. Bringt uns die Runde also nicht so viel. Das heißt, ich würde den Torchbeam starten lassen. Jetzt steht der Counter hier auf 1. Dann heben wir uns 3 auf und spielen nächste Runde 3. Und 11 reichen genau aus. In welcher Reihenfolge können wir das machen? Den hier zuerst, weil der plus 1 Schaden macht. Also machen wir das bitte auf die Flak. Dann machen wir 5 Damage auf die Flak oder 9 Damage. Ist egal, in welcher Reihenfolge ich es mache. Jetzt haben wir noch ihn übrig, der macht 12 Schaden. Damit könnten wir die Starflare einfach direkt rausnehmen. Dann kriegen wir jetzt nochmal 4 bis 7 Schaden. Deswegen ich sage Emergency Shield. Damit hätten wir zumindest schon mal eine große Menge. So, ach, das ist noch ein Upgrade. Der hat keine Laser, also bringt mir das Upgrade überhaupt nichts. Und der macht 3 Damage, der macht 4 Damage. Bräuchte jetzt eigentlich beide, um die Titanium Shells wegzunehmen. Plus 50% Damage bei 4 würde ausreichen, sodass der jetzt 6 Schaden macht und wir die Titanium Shields aus... Ah, nein, er hat ja noch Schilde. Er hat auch noch Schilde gehabt. Nein. Okay, das war also jetzt gerade wieder verschwendet. Okay, gain 2 of each resource. Dann können wir uns jetzt den Cutting Beam leisten. Ich frage mich, was der hier bedeutet. Wir haben 7 Schaden genommen. Conversion können wir uns aufheben. Shield Amplifier bringt uns gerade nichts. Er switcht die Ammo. Das heißt, die Runde kriegen wir keinen Schaden. Müssen wir mal... Also ihn. Catalyst 4. Oder nach eben plus 1. Der kostet halt 5. Ja, das Problem ist halt, dass ich es nicht schaffe, die auszuschalten. Also wir haben genügend Energie, das funktioniert. Das heißt, unser Dauerfeuer müsste funktionieren. Die Frage ist nur, wie lange wir noch überleben. So, Beam Sweet ist leider nicht Precision. Er ist Precision. Jetzt machen wir erstmal die Flak aus. Jetzt sollten wir erstmal weniger Schaden nehmen. 5 bis 9 kriegen wir nochmal davon. Das ist wieder das Schild-Upgrade. Das bringt uns hier nichts. Wir können den Amplifier nicht spielen, weil wir keine Schilde haben. Und es braucht noch 2 Runden, bis wir das machen können. Wir haben das Ding schon wieder gezogen. Wenn wir stattdessen halt einen Shield Razor gezogen, hätten wir es besser. Ich ende den Turn jetzt mal, in der Hoffnung, dass wir das noch überleben. Er hat jetzt 16 Schilde. Und ich habe kein Schild gezogen. Aber ich kann jetzt... Nein, kann ich nicht. Der Cooldown ist zwar durch, aber ich habe keine Kommandopunkte mehr. Das heißt, ich kriege keine Schildpunkte. Ich hätte den Schild-Amplifier wegwerfen müssen. Er hat 7 Schild. 6 Schaden Ignite 3. 4 Schaden Precision. Okay, dann machen wir erstmal ihn. Macht eigentlich nichts, was wichtig ist. Upgrade. Jetzt machen die mehr Schaden. Der macht halt jetzt 9, würden 6 durchkommen. Und jetzt haben wir halt die improvisierte Flak getriggert für 9 Schaden. Und wir haben die 6 Raketen rein, also wir werden so oder so drauf gehen. Dann müssen wir noch versuchen, Damage zu machen. Wir haben ihn auf 11 Hitpoints runterbekommen, sind tot. Okay. Also man gewinnt nicht automatisch. Das wollte ich damit zeigen. Das war natürlich pure Absicht. Das Spiel könnt ihr wishlisten, ihr könnt aktuell die Demo spielen und ab dem 22. März gibt es dann den Early Access Launch. Es ist vielversprechend, es kommt natürlich darauf an, wie das Metagame sein wird, also wie man da zwischen den Welten entwickelt, wie sich die Charaktere leveln lassen, ob es irgendwie einen, also ob das wie bei FTL ist und ich wirklich jedes Mal von Null anfange und nun weitere Sachen freischalte, neue Schiffe freischalte, um eine Abwechslung hinzukriegen. Oder ob es eher wie bei den üblichen, wie heißen die Dinger nochmal, Roguelikes ist, dass ich halt reingehe, sterbe, aber irgendwie meine Crew levele und deswegen mit einer besser gelevelten Crew starte und es leichter wird. Wir werden es herausfinden in einem Monat oder zwei. Vielen Dank, dass ihr eingeschaut habt. Vielen Dank für eure Likes und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es auch gerne mit euren Freunden. Ich bin gespannt, wie das wird. Und am Freitag geht es weiter mit unserem Factory Friday Fans. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.